Als ob es für Berufspendler durch das Winterwetter nicht schon so ein Glücksspiel ist, mit der Bahn pünktlich ans Ziel zu kommen, da gleicht der Komplettausfall des Fahrplans am Wolfener Bahnhof dem Worst-Case-Szenario. Direkt im Bahnhofsbereich sind am Sonntagnachmittag mehrere Waggons eines 600 Meter langen Güterzuges entgleist. Der Zug war von Tschechien nach Gelsenkirchen unterwegs und zum Teil mit Personenkraftwagen beladen. Bereits kurz hinter Krappin vernahm der Lokführer ein Geräusch, konnte es aber aufgrund der ruhigen Fahrweise des Zuges nicht nachvollziehen. In Wolfen fiel dann die gesamte Druckluftanlage des Güterzuges aus, die Folge eine automatische Notbremsung. Dabei sprang aus bislang ungeklärter Ursache der sechste Wagen aus den Gleisen, die darauf folgenden zwei Waggons schoben sich in die gegenüberliegende Fahrbahn. Glück im Unglück, kein Zug war auf der Gegenfahrbahn unmittelbar in der Nähe unterwegs. Seit Montagmorgen sind Spezialisten der Bahn mit der Ermittlung der Unfallursache beschäftigt. Auch die Bergung der havarierten Waggons dürfte sich schwierig gestalten. Zunächst müssen die tonnenschweren Güter umgeladen und die Waggons gebogen werden. Erst dann ist absehbar, wie lange die Gleisreparaturen andauern werden. Derweil müssen sich Bahngäste auf den Verbindungen RE13 Leipzig-Magdeburg und RB51 Dessau-Leipzig auf Verspätungen und Schienenersatzverkehr einstellen. Während der RE13 über Wittenberg umgeleitet wird, werden zwischen Dessau und Bitterfeld Busse eingesetzt. Die Deutsche Bahn bittet die Fahrgäste, die geänderten Fahrzeiten zu berücksichtigen, da die eingesetzten Busse nicht die gleichen An- und Abfahrtzeiten haben wie der Zugverkehr.